Und wir können kurz sagen, dass Zahlungsbedingungen von zwei Dingen beeinflusst werden, sowohl national wie auch international, nämlich einmal von Vertrauen. Wie weit vertraue ich darauf, dass ich von dem anderen mein Geld auch bekomme? Und zweitens von Marktmacht. Wenn ich weiß, dass der andere die Ware, die ich habe, dringend braucht, dann kann ich andere Zahlungsbedingungen wählen, als wenn die Marktkonstellation eine andere ist, nach dem Motto, wenn du es mir nicht gibst, gehe ich eben zwei Türen weiter und kaufe es da. Und uns muss klar sein, dass dieses Thema Vertrauen rapide abnimmt, wenn wir international werden. Aus mehreren Gründen. Einmal begeben wir uns ja auf ein Gebiet, wo Unsicherheit herrscht. Ja, zum Beispiel schon bei der Frage, welches Rechtssystem ist denn überhaupt gültig? Was passiert, wenn der andere sich nicht so verhält, wie ich mir das vorstelle? Wie gehe ich denn dann vor? Ja, wenn in Deutschland ein Kunde nicht zahlt, dann weiß ich, wie ich vorzugehen habe. Wir haben das ausführlich besprochen. Ne? Mahnbescheid und Klage und, ne, und wie das geht. Die Regeln kenne ich. Aber wie ist das im internationalen Verkehr? Wie ist das mit dem ausländischen Kunden? Haben die die gleichen Zahlungsmodalitäten? Ja? Es gibt ja auch in jedem Land eine gewisse Vorstellung, wann man seine Rechnung bezahlt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in Frankreich werden Rechnungen vor 3 Monaten überhaupt nicht angepackt. Ja, das müssen nicht erwarten. Zahlungen werden nach 3 Monaten frühestens bezahlt, das ist so. Ja. Da ist in Deutschland schon wahrscheinlich die zweite Meinung raus. Andere Modalitäten, die wir teilweise gar nicht kennen. Das ist so üblich. Wenn Sie sich einmal daran gewöhnt haben, wenn Sie einmal in dem Turnus drin sind, dann haben Sie ja einmal die 3 Monate sozusagen überlebt, ja. Und dann sind sie, ich weiß das von meinem Schwager oder Ex-Schwager, müsste ich ja jetzt sagen, der als Handwerker dort viele, viele Jahre selbstständig gearbeitet hat. Der weiß, dass er seine Rechnung erst nach 3 Monaten bezahlt bekommt. Und da habe ich das zum ersten Mal gelernt, ist mir das so bewusst geworden. 3 Monate, absolut übliches Zahlungsziel dort. Weiß ich jetzt nicht mehr so aus dem Stand, ja, aber schien mir nicht so zu sein. Also so als selbstständiger Handwerker noch 3 Monate. Ja, höchstens. So, also wie gesagt, in Deutschland wäre da wahrscheinlich schon die zweite Mahnung raus. Ne? Oder die dritte gar. Ja. Also das sind alles Dinge, die wir nicht wissen. Vertrauen, das können wir vielleicht noch in Klammern ergänzen, hat auch sehr viel zu tun mit Information. Ja, je mehr wir wissen, desto mehr haben wir Vertrauen oder Misstrauen. Aber wenn wir gar nichts wissen, das heißt, wenn wir mit Unbekanntem zu tun haben, Sie erinnern sich, ne? Das Kernkonzept von Angst ist das Unbekannte. Wenn wir also tiefer bohren als die Angst, stoßen wir auf etwas Unbekanntes. Und Unbekanntes heißt, wir haben keine Information. So, das beeinflusst also die Zahlungsbedingungen und wenn wir uns also international bewegen, verlassen wir vertrautes Terrain. Wir kennen das Rechtssystem nicht mehr, wir wissen nicht nach welchen Regeln, wir wissen wenig bis gar nichts über den ausländischen Kunden und so weiter und so weiter.